Am Freitag warnte Ungarns Premier Viktor Orbán, Zitat, wir waren noch nie so nah dran, dass ein lokaler Krieg zu einem Weltkrieg eskaliert. Das bis vor 2 Jahren noch brüderliche Verhältnis zwischen Budapest und Warschau ist zerbrochen, weil Polen wie wahnsinnig aufrüstet und bald die stärkste nicht-nukleare Armee der Welt haben wird. Doppelt so stark wie die Bundeswehr. Sehen Sie selbst. Brennpunkt der polnischen Kriegsvorbereitungen ist die Militärbasis Zesow im Karpatenvorland, nur 50 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Zesow gilt als das neue Rammstein. Über 10.000 US-Soldaten sind dort konzentriert. In Vorbereitung ist ein großes Militärmanöver polnischer, deutscher und US-amerikanischer Truppen. Über Polen als Brandstifter eines Weltkriegs diskutieren unser Redakteur Sven Eggers und Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer. Ja, Polen als Brandstifter, die Situation erinnert mich verdammt an 1939, wo ja Polen mitgezündelt hat. Es war ja nicht nur Hitler, Polen hat mitgezündelt. Und jetzt, die rüsten ihre Armee hoch zum doppelten Bestand der Bundeswehr, obwohl die Bevölkerungszahl ja nur halb so groß ist wie in Deutschland. Und nehmen wir mal den Stützpunkt Resow im Karpatenvorland, 50 Kilometer nur von der ukrainischen Grenze. Man sagt, es ist das neue Rammstein. Die haben in 12 Monaten das so aufgepumpt. Dafür haben sie in Rammstein 30 Jahre gebraucht. Das sind 10.000 amerikanische Soldaten. Da wird ein neuestes Kriegsgerät eingekauft. 288 Abrams-Panzer von den Amis. Ich meine, wir reden immer nur über die Leoparden. Polen schickt 14 Leoparden in die Ukraine. Das haben sie nur gemacht, um Deutschland mit reinzureißen, damit wir auch liefern. Aber jetzt kommen 288 Abrams-Panzer und von den Südkoreanern haben sie 1.000 Black Panther-Panzer geordert. Ich meine, ist doch klar, da ist ein offensives Potenzial. Die sind drauf und dran, da selber reinzugehen, auf das Schlachtfeld. Ja, also was die Polen da veranstalten oder Warschau veranstaltet, das geht ja auf keine Kuhhaut. Das ist ja eine unrühmliche Rolle, die sie hier in diesem Konflikt einnehmen, der ja jederzeit auch eskalieren kann. Und die Lage spitzt sich weiter zu. Und ich wundere mich auch, dass Warschau offensichtlich überhaupt keine Skrupel hat, hier zu zündeln. Wir haben ja dieses wichtige Kompakt-Geschichtsheft gemacht, Polens verschwiegene Schuld. Und da kann man ganz gut sehen, die Parallelen zwischen dem heutigen Agieren der Regierung Warschau und dem Agieren im Zweiten Weltkrieg und beziehungsweise in der Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges. Und die Parallelen sind wirklich erschreckend. Und gerade wir Deutsche wissen ja, aus der Geschichte zu lernen, das ist eine wichtige Aufgabe, aber das geht natürlich auch für die polnische Seite, die durchaus ihre Rolle damals hinterfragen sollte und auch daraus lernen sollte. Und es kann ja wohl nicht angehen, dass die derart aggressiv und offensiv hier uns ins Unglück treiben wollen. Und es ist erschreckend, was die polnischen Machthaber hier veranstalten. Antideutsch agieren sie, aber natürlich auch antirussisch. Russland müsste zerschlagen werden, weil es imperialistisch sei. Das sagt ja nicht nur der frühere Staatspräsident Wałęsa, sondern das ist praktisch Normalsprech mittlerweile in Polen. Die Propaganda der Regierung trägt fürchterliche Früchte. Und die polnische Schriftstellerin Dorota Maslowska hat zu Beginn des Jahres in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung diese Stimmung in Polen beschrieben. Und sie sagt, der Hass auf Russland lebt auf. Dieser spontane Impuls, dieses Fieber erfasst nicht nur die intellektuellen Eliten. Es lebt in den Gesprächen des Alltags, in dem sogenannten normalen Polen, unabhängig von Meinung, Ausbildung und Moral. Also keine Frage, wir haben es hier wirklich mit einer hochdramatischen Situation zu tun. Ja, also Wałęsa, der frühere Staatspräsident von 1990 bis 1995, hat ja nicht nur von der Zerschlagung Russlands gesprochen, die notwendig sei, sondern er hat gesagt, man muss die russische Bevölkerung auf 50 Millionen reduzieren. Das ist ja sozusagen die Ankündigung eines Völkermords.
Und aber das läuft einfach in Polen so durch. Ja? Also wenn wir in Deutschland sowas gesagt hätten, das würde jetzt im Augenblick noch, wer weiß, wie es in Zukunft kommt, aber im Augenblick noch würde das eine fette Klage und wahrscheinlich Gefängnisstrafe bedeuten. Aber Walesa ist immer noch everybody's darling im Nachbarland. Was mich auch beunruhigt, sind eben die ganzen Zündeleien, die Polen gemacht hat im Kriegsverlauf, also etwa im März, gleich zu Beginn nach dem russischen Einmarsch, kam ja der irre Vorschlag, MiG-Kampfjets an die Ukraine zu liefern, polnische MiGs zu liefern. Die sollten die Ukraine unterstützen, aber sollten stationiert werden, nicht in Polen, sondern in Ramstein, sodass dann ein möglicher russischer Gegenschlag uns trifft, ja. Oder dann im Herbst, im November 2022, wo dann Trümmer oder Teile einer ukrainischen Abwehrrakete in Ostpolen eingeschlagen sind, zwei Menschen kamen ums Leben, haben die Polen und die Ukrainer, also Selenskyj natürlich an erster Stelle, aber eben auch Warschau, haben sofort gesagt, das war ein russischer Angriff auf NATO-Territorium und jetzt muss die NATO reagieren, das wäre der NATO-Bündnisfall, also der Kriegsfall gewesen. Ja? Und Gott sei Dank hat der alte Joe Biden an dem Tag nicht mitgezogen, in der Nacht nicht mitgezogen, aber sowohl Warschau als auch Kiew hätten es drauf ankommen lassen. Ja, also absolut. Die Polen rüstet auch massiv auf. Also das jährliche Militärbudget hat sich zuletzt schon fast verdreifacht, von 13 Milliarden auf 31 Milliarden Dollar. Das Selenskyj-Regime wird massiv und gnadenlos hochgerüstet. Es laufen massive Panzerlieferungen. Das stellt Deutschland weit in den Schatten. Dazu kommen schwere Waffen, Mehrfachraketenwerfer, hunderte von Panzerhaubitzen. Und dieses Städtchen Rzeszów, Resche zu Deutsch, ist mittlerweile zum wichtigsten Drehkreuz für alle NATO-Lieferungen in das Kriegsgebiet geworden. Dort kommen auch immer wieder Transportflugzeuge aus Ramstein an. Und für die USA ist Polen mittlerweile der wichtigste europäische Partner. Und Polen fühlt sich an der Seite von Washington auch pudelwohl. Rüstungspolitisch hat man quasi einen Freibrief und auch sonst laufen engste Verzahnungen. Und bald schon wird unser östlicher Nachbar auf militärischer Ebene wohl zur größten nicht-nuklearen Macht emporsteigen. Die Armee ist jetzt schon, wird dann doppelt so stark sein wie die Bundeswehr. Das alles sind überhaupt keine guten Zeichen. Der Wunsch nach Frieden, der weltweite Wunsch nach Beendigung des gefährlichen Konflikts, nach Friedensverhandlungen, wird durch die polnischen Zündeleien mit Füßen getreten. Und das ist sehr schrecklich, so empfinde ich das. Ja, gehen wir nochmal zu den Parallelen.